Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, ich hocke hier so schön im Gebüsch, weil ich gerade noch gar nicht so genau weiß, wo ich hin muss. Ich weiß nur, ich muss in die Richtung und dass da auch jede Menge Feinde um mich rum sind und dass ich ja eigentlich erstmal nur beobachten soll. Dementsprechend versuche ich jetzt wenig Aufsehen zu erregen und einfach nur zum Ziel zu kommen. Kann ich eigentlich oben rum? Doch, ich kann oben rum. Dann machen wir das doch auch mal. Ja, komm, geh hoch. So, ich muss nämlich erstmal gucken, wo ich überhaupt Los, genau hin Söhne. muss. Ach, da hinten. Okay, gut. Dann würde ich wirklich sagen, dass ich einfach mal über die Dächer laufe, was mir immer mal wieder sehr viel Spaß bereitet. Hat nicht unbedingt damit zu tun, dass überall Gegner auf dem Boden lauern, sondern einfach nur, weil ich Spaß dran habe, hier oben rumzulaufen. Und da hinten sind wir gleich. Das bin ich nur gerade am Überlegen. Da kann ich runter. Sind hier irgendwelche Wachen? Ne, sieht nicht danach aus. Spring mal rein, Mädel. So. Ja, Gesundheit. So, dann gucken wir mal. Wenn der Bischof Wurmfutter ist, sollte es dafür Beweise geben. Ja, dann hören wir uns doch mal ein bisschen um, ne? Hallo, kann ich mit euch reden? Ein trauriger Tag für Winchester. Vielleicht wird uns Gott nun einen Mann senden, der wirklich an ihn glaubt. Kanntest du Bischof Elchfried? Nein, aber ich möchte einen Epos über sein grausiges Ableben schreiben. O armer Elchfried, ohne Gesicht. Das Gefolge in glänzender Rüstung, voll Kummer, betrauert es deinen, Schlummer? Perfekt, ja. Okay. Ein grausames Schicksal. Kanntest du Elfried? Nur dem Namen nach. Er war kein Freund von Elfried. Einmal hörte ich einen Streit bei einem Wietenagemot mit. Okay. Reicht das denn, wenn ich mit den Leuten rede? Oder soll ich hier... Ah, okay. Kanntest du Bischof Elfried? Nein, ich wollte ihn Kaum. Angucken. Aber riechst du den Geruch von verbranntem Fleisch? Er zieht über den ganzen Friedhof. Nur sein Gesicht ist verbrannt. Das muss ein seltsamer Unfall gewesen sein. Und diese Leiche ist dünn, schmächtig. Godwin sagte, Elfried sei ein Hühne gewesen. Ach, also kann ich meiner Intuition mal wieder vertrauen, ja. Siehst du denn nicht, dass ich bete? Können wir über den Tod deines Bruders sprechen? Schämst du dich nicht? Geh! Ich kenne die Last, die du trägst. Du hast dir so viel Sünde aufgebürdet. Und das alles zum Wohl deines Bruders. Ich weiß, dass er lebt. Nein, er sagte, es wäre zum Wohle aller. Ich bin seine treue Schwester und sage dir, er ist tot. Hörst du? Tot. Naja, sie hat sich ja gerade schon verraten. Lass mich in Ruhe. Ich kann meinen Bruder nicht verraten. Wachen, schützt mich! Geht von hinten rein! Nichts geht von hinten rein? Sag mal, willst du mich verarschen? Geh mir nicht auf den Sack mit deinem dämlichen Speer. Du sollst ausweichen, Mädel. Gemeinsam! Hallo. Kann ich hier noch was einsammeln? Hier sieht nicht so aus. So, Mädel, jetzt red mal Tacheles hier. Warum lässt du mich nicht in Frieden? Genug mit diesem Katz-und-Maus-Spiel. Wo ist dein Bruder, der, den man den Sachs nennt? Er ist jetzt ein Geist. Doch er wird beim Wietenagemot auferstehen. Und Elfred wird nicht länger König sein. Er hat vor, Elfred zu töten? Königsmord? Nein! Der König wird abdanken und Elfried wird uns führen. Auferstanden von den Toten und strahlend wie der Herr. Du bist eine verdammte Närrin. Ja, das wussten wir ja vorher schon. Komm, nimm mal hier ein bisschen...
ist aber... Nee, der ist nicht ganz so weit weg. Da hinten soll er sein. Okay. Ganz Zeit, ganz Zeit. Ich muss diesen windenden Wurm finden. Den Sachs. Den Toten, der tot bleiben wird. Das kommt mir doch so bekannt vor. Hier waren wir doch auch schon mal. Okay. Moment, jetzt ist es wieder weg. Ich hasse sowas. Überblicke das Land, Freundin. Ach, hier in dem schwer bewachten Teil. Okay, verstehe. Lauf ich einfach hier rein und töte sie alle oder... Ja, komm, beweg dich jetzt mal. Ich weiß ja nicht genau, wo er jetzt ist. Da oben drin. Das heißt, ich muss auf jeden Fall durch die Tür. Rechts ist... Ach so, die sind alle da drin. Die sind gar nicht hier draußen. Okay. Dann, falsche Taste. Dann kann ich ja auch nochmal mich bewegen. Die Frage ist nur, komme ich hier rein? Nein, natürlich nicht. Und der Schlüssel ist jetzt auf der anderen Seite? Oder wie verstehe ich das jetzt? Oder gibt es hier noch einen anderen Schlüssel? Da ist noch einer. Aber der ist weiter weg, oder? Ne, ja, der ist irgendwo da ganz hinten. Also das kann es nicht sein. Da ist noch einer. Sühnen, leite mich. Der ist aber da hinten. Ich glaube nicht, dass der jetzt hier zugehört. Ah, da hinten ist ein Geheimgang. Den sollten wir uns auch mal unter die Lupe nehmen. Aber ich glaube nicht, dass der hierfür ist. Also, einen Schlüssel haben wir hier. Oder kann ich vorne einfach rein? Das kann natürlich auch sein. Da, wo die ganzen Wachen sind. Nee, das ist natürlich verriegelt. Sie wurde wohl verriegelt. Okay, ja. Sowas hasse ich. Habe ich das schon mal erwähnt? Ja, des Öfteren, glaube ich, ne? Da komm... Oder komme ich da jetzt durch? Nee, das ist aber zu eng, oder? Nee, das ist... Ach so, das ist... ja, da komme ich auf gar keinen Fall durch. Okay. Aber ich... Wer oder was hat mich denn jetzt hier entdeckt? Hä? Yeah. Ich habe aber auch nichts, um von der anderen Seite irgendwie durchzuschießen oder so, ne? Finde ich nicht nett. Finde ich wirklich nicht nett. Die Frage ist... Zeig mir, was vor uns liegt. Ich gehe mal nicht davon aus, dass da hinten der Geheimgang jetzt bis hier vorne führt, oder? Schau mal eben, ob wir von hier oben vielleicht irgendwie reinkommen. Ah, das könnte uns helfen. Okay. Das ist jetzt nicht direkt hier, aber oben war ein Turm. Da sollten wir normalerweise rein können. Ob wir jetzt natürlich auch wirklich da reinkommen, wo wir hinwollen, das ist jetzt die Frage. Aber wir werden mal schauen. Vielleicht kommen wir auch einfach nur da rein, um dann den Schlüssel zu holen. Das würde mich auch nicht wundern. So, die Frage ist, das muss ich vermutlich dann... Nein. Ach so, ja, man sollte vielleicht drücken. Okay, das funktioniert nicht. Warum funktioniert das nicht? Komme ich da tatsächlich nicht rein? Oder habe ich jetzt aus Versehen den falschen gedrückt? Nee, das war doch... Moment. Entweder bin ich jetzt total verwirrt und ich habe jetzt tatsächlich den falschen gedrückt. Nee. Überrasche an. Ach so. Zünde alles an. Giftiger Fernangriff.
Durchschlagender Schuss. Aber da, ja, kann ich nur durchschlagen. Da kann ich jetzt nicht... Nein, ich habe doch immer... Alles, was du triffst, fängt Feuer. Ich habe doch immer damit normalerweise die Sachen geöffnet, oder? Hm. Aber wenn ich jetzt hier nicht reinkomme... Ist das doof. Da ist das ein offenes Fenster. Und da schauen wir mal eben nach. Das sieht gut aus. Waren die Angelsachsen überlegen. Doch der Verfall der englischen Sprache. Der Sachs wird sich in der Menge verstecken und auf den richtigen Moment warten, um das zuzuschlagen. Aus, ja. Wie sollen wir Gottes Wort verstehen, wenn es in einer fremden Sprache gesprochen wird? Elfried ist tot. Und wir trauern um ihn. Doch die Missetaten der Unrechten sich jetzt warten auf dem heiligen Feld von Gottes Werk wie Unkraut und machen es unfruchtbar. Bildung, Weisheit, Erleuchtung. Oder bist du jetzt der Sachs? Du warst gerade so grün. Und genau das fordere ich vom nächsten Bischof von Wales. Und so kommen wir zusammen, um über Ach, würdige Kandidaten zu sprechen. Alfred, okay. Und den Hirten zu wählen. Der König gehört mir! Bei Gott, es ist wahr. Der Bischof lebt. Bleib zurück! Sie werden uns töten! Gott, errette uns! Ja, komm! Warum spring jetzt mal runter! Mein Gott! Och, Mann, warum geht die hier nicht runter? Ach, komm schon. Nein. Hallo, geh du mal nach oben, wenn ich nach oben gehe. Oh ja, die blöde Kuh greift ja auch alles an, wo ich nicht drauf ziele. Ich meine, der Typ geht mir auf den Sack hier. Ich mache den jetzt erstmal platt. Also, die ganze Zeit greife ich diesen Blödmann hier an und die ganze Zeit geht die irgendwie woanders hin. Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich den anderen angegriffen und der ist tot. Auch irgendwie lustig. Mann. Süß klingt die Flöte des Hirten, wenn er die Lämmer zur Schlachtbank ruft. Ich bin das Kind von Christen aus der nördlichen Wildnis. Meine Mutter wiegte mich unter dem Sternenzelt und flüsterte sanft: Gott wacht über dich. Doch dann kam dein Volk. Und Gott sah zu, wie sie ihr die Kehle aufschlitzten für einen Kupferring. Kein Stern warf einen Speer, als diese Barbaren ihr Blut auf den verwüsteten Feldern vergossen. Gott sah nur zu, und ich hasste ihn dafür. Vielleicht stellte dich Elfreds Gott nur auf die Probe, und du hast versagt. Elfreds Gott ist schwach. Und doch zwingt er uns alle, ihm zu dienen. Vom ersten bis zum letzten Atemzug. Mein Orden wird diese Ketten des Geistes zerreißen. Ich bin der Wolf im Schafspelz. Er wähnt sich selbst in der Rolle eines Gottes. Er wählt einen lohnenden Weg. Auch ein Wolf ist nur ein zukünftiges Festmahl für Raben. Noch ein Geschenk für dich, Dänin. Eine tödliche Wahrheit, falls du sie findest. Auch wenn ich sterbe, der Orden stirbt nicht. Er wird sich verändern und zu etwas Schlimmerem für uns alle werden.
Elfried wird Lokis Tochter kein zweites Mal betrügen. Ich verdanke dir mein Leben. Die Ironie ist mir nicht entgangen, Elfried. Mein König, wir kehren auf Schleichpfaden zum Münster zurück. Eivor kann dort zu uns stoßen, wenn alles erledigt ist. Elfried! Liebster, nein! Verflucht seist du! Mein Bruder diente Gott! Er war kein Christ. Er verabscheute euren Gott. Aber warum musstest du ihn töten? Hast du kein Mitgefühl für gute Männer? Wir beide haben mehr Fragen als Antworten. Doch falls du diesen Schlüssel erkennst, können wir uns gegenseitig helfen. Zu welchem Schloss passt er? Du warst gütig zu mir. Doch dieser verdammte Orden. Seine Machenschaften brachten meinen Bruder ins Grab. Mögen sie verrotten. Nimm diesen Schlüssel zu den Ruinen unter dem Bischofssitz. Dort findest du Antworten. Okay, also ihr habt es sicher auch bemerkt. Irgendwas haben sie total kaputt gepatcht bei einem der letzten Patches. Ich habe jetzt bei den Videos ständig diese komischen weißen, flackernden, ja, Einspielung, sag ich mal, diese Unterbrechung. Das nervt doch schon ganz schön gewaltig. Ich bin gerade am Überlegen, war hier nicht irgendwo noch Gold drin? Doch, da oben ist noch was Gold. Ich würde nämlich sagen, dass ich mich mal eben darum kümmere, wenn ich das finden sollte. Oder war das jetzt nur... Nee, dahin. Ach so, draußen ist das Gold. Okay. Gut, Befehl des Königs. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das Ganze eben stoppen und mal eben durchlesen. Ja, dann würde ich sagen, dass ich mich jetzt aufmache zum nächsten Gebiet und dort nachschaue, wenn die mir entgegenkommen, denke ich immer, hier sind Wachen direkt in der Nähe. Und dort nachschaue, ja, was wir da für eine Wahrheit bzw. für Antworten finden. Und hole euch gleich wieder hinzu. Bis gleich. So, den Tempel haben wir gefunden und die Wachen sind irgendwie alle tot. Okay. Ja, da oben ist noch einer. Die Frage ist jetzt... Ah ja, da ist ein Eingang. Okay, ich sehe schon. Wenn Elfrieds Schwester die Wahrheit sagt, finde ich in den Ruinen Antworten. Okay, wahrscheinlich muss ich jetzt hier wieder, keine Ahnung, was alles machen. Ja, die große Frage ist, kommen wir da jetzt auf direkten Wege hin? Ne, wir müssen wahrscheinlich durch die Mitte, ne? Das muss sie sein. Die Tür zu Elfrieds Geheimnissen. Okay. Okay, ich habe jetzt mit Fallen und weiß ich nicht was gerechnet. So ist es auch gut. Unversiegelter Brief. Das Ziel ist, Ulfred einen verwelkten Zweig seines Vaterstamms. Wir hätten es sehen sollen. Jemand, der sich armer Mitstreiter... Vielleicht kann er etwas damit anfangen. Jemand, der sich armer Mitstreiter nennt, sich mit dem König verbandelt und ihm Namen zusteckt. Lunden und Eo Vorweg sind dieser trügerischen Ratte bereits zum Opfer gefallen. Verbrennt den König zu Asche, bevor er seine Wurzeln ausbreiten kann. Das Instrument. Okay, also schon wieder ein neuer Name. Haben wir, da hinten haben wir noch was? Irgendwo und irgendwie kommen wir dahin. Die Tür ist verschlossen. Klemmt, ich muss auf die andere Seite. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Die Frage, ach komm, die Frage ist nur, wie kommen wir da hin? Die ist auch verschlossen. Ah, hier können wir. Können wir da rechts irgendwas machen? Können wir das aussprengen oder so? Nee, ne? Ah, das können wir aber sprengen, okay. So, ich hoffe, ich kriege jetzt hier nicht direkt alles ab. Meine ich doch, es war mit A. Also konnten wir die eine Tür wirklich einfach nur nicht aufspringen. Okay.
So, falls ihr euch wundert, warum ich am Schleichen bin, dadurch kann ich meine, Ausdauer ist es nicht, dieses gelbe Adrenalin kann ich ein bisschen auffüllen. Verblasster Erlass, allgemeiner Erlass, geschrieben im 870, Jahre des Herrn Jesus Christus. Bollwerk Englerland, alles, was sie Eindringlinge. Alles, geschah, um Elfried zu unterwandern. Darf ich mal zu Ende lesen? Hier gibt es keine Spur des Ordens. Ich sollte zu Elfried und meiner Belohnung. Sie ist unsere letzte große Feste auf dieser Erde, mit Mauern nicht nur aus Holz und Stein, sondern aus Willenskraft, die bereits seit 400 Jahren unsere uralten Rivalen abhält. Nun jedoch steht uns ein neuer Feind gegenüber. Trügerische Dänen, die unsere Macht noch nicht erkannt haben. Wir müssen sie umstimmen oder im Kampfe bezwingen. Unsere kampfgeplagten Kolonnen in Frankenreich und Irland bereiten sich auf ihre glorreiche Rückkehr vor. Bleibt standhaft. Auch wenn unser Orden zerstört wird, lebt unsere Wahrheit ewig weiter. Der Vater. Oh je, der Vater. Das hört sich jetzt gar nicht gut an, ja. Gut. Das heißt, wir müssen wieder raus. Hatten wir nicht hier irgendwo noch Gold? Ich weiß es gerade gar nicht. Hier können wir theoretisch noch rum. Aber hier gibt es nicht viel zu entdecken. Okay, ja gut. Ach nee, das war, glaube ich, diese eine Truhe da aus Gold, ne, die wir eben hatten. Ja gut, dann werde ich mich mal aufmachen, wieder den Weg hier raus zurückfinden und sehe euch dann gleich bei Alfred wieder. Bis gleich. So, wir sind quasi da. Ich weiß jetzt nur gerade nicht, der ist unten drin. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich jetzt hier reinkam. Aber ich glaube, ja, spring doch noch ein bisschen höher. Aber ich glaube, das ging ganz einfach durch irgendeine Tür. Er ist aber auf der linken Seite. Das hier vorne? Ja, das sieht gut aus. Weil da hinten so viele Wachen sind. Also doch eine Falle. Tritt vor, Eivor. Das ist nah genug. Als die Missetäter kamen, um mein Fleisch zu verschlingen, stolperten und fielen sie. Sind die Gesetze der Gastfreundschaft nicht länger gültig, Elfried? Ich habe getan, was vereinbart war. In der Tat. Doch verwechsle Notwendigkeit nicht mit Freundschaft. Du bist ein Mann, der sein Wort hält. Ein Mann Gottes. Wahrlich. Ich habe mein Leben nach seinem Vorbild ausgerichtet. Godwin. Hier ist das einzige Silber, das deiner Drachenbote würdig ist. Eine Erinnerung an die Leiden Christi und unsere Barmherzigkeit. Und ich biete dir noch etwas. Lebe hier mit uns in Frieden als Christin oder stirb als Ungläubige in einem Meer aus Blut. Du hast nicht mehr zu verlieren als das ewige Leben. Und wenn ich sage, weder noch? Er bietet dir Hoffnung, Eivor. Ein Leben mit Sinn, besser und fernab von diesem. Lehne nicht ab. Sei keine Närrin. Deine Regentschaft wird enden, König der Westsachsen. Unter dem Flügelschlag der Raben wird dein Thron zu Staub zerfallen. Du hattest Unrecht, Godwin. Sie ist nicht mehr zu retten. Und der sperrt mich jetzt hier ein, ja? Ist eine Chance, verdammt! Ich wollte sie nicht. Ich bin da.
Sei verdammt, Alfred. Okay, ich werde sofort angegriffen. Was soll ich denn machen? Einfach nur entkommen aus der Kathedrale. Ja, das ist kein Thema. Dann porte ich mich einfach woanders hin. Kann ich doch machen, oder? Ich meine, geht am... Nee, geht nicht, scheiße. Ich wollte gerade noch sagen, geht am schnellsten. Okay. Ja, das heißt dann mit anderen Worten, kann ich oben irgendwo entkommen, ohne dass ich jetzt hier alle bekämpfen muss? Oder muss ich durch den Eingang? Weil da sind jetzt doch ziemlich viele, ne? Schau mal kurz. Kann ich ja durch? Da kann ich durch. Die Frage ist nur... Es sind in Anführungszeichen nur vier, aber zwei Goliaths. Ich weiß aber nicht, ob ich da rauskomme. Kann ich die anlocken? Ja, das kann ich. Na komm. 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 Ja, schlage in die andere Richtung, genau. Ja, die weicht ja echt geil aus mit der Ausweichentaste. Och ja, du sollst ausweichen und nicht dich dahinstellen und abmurksen lassen, Mädel. Genau, so solltest du das eben machen. So. Ich weiß nämlich nicht, ob ich hier rauskomme. Hier sind überall Schlüsselsymbole, aber... Ach, das ist ein Ausgang, ja. Okay, sehr schön. Da muss man zumindest jetzt nicht direkt auf einen Schlag sich mit allen hier abfinden. Na komm. Komm, ein bisschen schneller. So, okay, die Frage ist jetzt, wo soll ich überhaupt hin? Ich muss nur aus der Stadt rauskommen, ne? Nee, entkomme aus der Kathedrale, stand da. Da bin ich doch schon draußen. Wo läuft der Idiot denn jetzt hin? Okay, ich kann immer noch nicht porten? Nein, kann ich immer noch nicht. Okay... Ich denke mal, ich muss hier irgendwie aus dem Gebiet entkommen oder so. Was ist denn in der Richtung? Sind da viele? Scheint nicht. Ich kehre zu Heitam und Randvi zurück. Sie werden wissen wollen, was hier passiert ist. Ach so, das reicht schon. Okay, ja gut. Dann würde ich sagen, dass ich jetzt nach Hause porte. Wo sind sie denn? Da. Und euch gleich wiedersehe. Norwid, die Siedlung sieht recht festlich aus. Das Julfest hat begonnen. Es ist Mittwinter, Eivor. Zeit zu trinken, zu kämpfen und sich in der Hoffnung auf reiche Ernte zu messen. Julnir, der Julgott, lächelt uns zu. Die Tage werden bald wieder länger, Drengar. Bald bricht die wundersame Zeit der Wiedergeburt an. Und das warst alles du? Mitnichten. Bei einem Erkundungsauftrag trafen Sunifa und ich auf eine Gruppe. Nun, wir nennen sie Zecher. Sie haben das meiste gemacht. Sunifa besetzt den Faustkampfwettbewerb. Alles nur zum Spaß, natürlich. Derweil habe ich meinen eigenen Laden aufgemacht. Statt Silber benutzen wir etwas, das wir Julmarken nennen. Die habe ich selbst gemacht. Sie wirken durchaus selbst gemacht.
Danke, ja. Also bevor wir unsere Feierlichkeiten beginnen, müssen die Brauerei und der Viehhof für das Julfest vorbereitet werden. Und das soll ich machen, nehme ich an. Ganz genau. Und weil ich dich so gern habe, nimm ein paar Julmarken. Ich erwarte dich dann später auf dem Fest. Ich sollte mit Hertan die nächsten Ziele besprechen. Ja, da hat man mich wohl falsch informiert, weil ich habe das ja bei weitem noch nicht durch, aber das Julfest ist offenbar auch bei mir angekommen. Ich erkenne allerdings meine Siedlung gerade nicht mehr wieder. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich gerade bin. Sie für mich sühnen. Ich weiß gerade echt nicht, wo ich bin. Ach so, ich bin ja komplett abseits. Normalerweise kommt man ja da hinten aus. Und ich bin irgendwie jetzt in einem neuen Teil oder sowas da an der Seite. Das ist natürlich jetzt blöd. Da muss ich erstmal wieder dahin laufen, wo ich ja eigentlich auskommen wollte. Und wo ich ja normalerweise auskomme. So. Achso, da ist das Langhaus. Okay. Ich muss dann mal schauen, ob ich eventuell das Julfest mal machen werde. Ich bin ganz ehrlich, große Lust habe ich jetzt aktuell nicht drauf, weil ich halt mit der Story weitermachen möchte. Aber ja, mal schauen. Jetzt muss ich mal eben schauen, was davon... Ach, da unten ist halt, genau. Ja, mit dem muss ich natürlich auch sprechen. Das wäre auch ganz gut. Okay, ich bin anscheinend noch aufgeladen. Aber hier war irgendwo noch ein Busch, wo ich was zu futtern holen konnte. Genau, damit ich das auch nochmal kurz aufladen kann zwischendurch. So, dann schnell mit Heitam sprechen. Ich habe Wincaster vom Orden befreit. Aber dafür musste ich mit König Alfred zusammenarbeiten. Dein armer Mitstreiter Christi führte dich zu Westsexes König? Höchst seltsam. Er oder sie scheint mit dir zu spielen. Ja, das tun die mit den Updates offensichtlich auch, weil ich kann gar nicht mal richtig auf den Monitor gucken, weil hier ständig was am Flackern ist seit diesem Julfest-Update. Nimm dies. Das dient deiner Sache mehr als meinen Taschen. Ein weiteres? Du bist wirklich sehr tüchtig. Als Zeichen meiner tiefen Dankbarkeit sollst du dies haben. Es gibt noch mehr zu tun, Eivor. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Mehr habe ich jetzt aktuell nicht. Oh. Ich muss gehen. Dann gehe in Frieden. Ja, in der Hoffnung, dass es dann nicht mehr flackert, wenn ich nicht mit jemandem spreche. Das ist ja schrecklich. Also, was die sich dabei gedacht haben. Gut, die haben jetzt in letzter Zeit leider sehr viel kaputt gepatcht. Deswegen und wegen der Feiertage natürlich, habe ich jetzt auch eine Weile nicht gespielt. Aber ich muss sagen, so kann ich definitiv nicht spielen, weil wenn man da immer drauf guckt und das ganze Bild nur am Flackern ist, sorry, aber das tut meinem Auge total weh und euren Augen tut das ganz sicher auch weh. Der Orden in Wincaster ist nicht mehr, aber wir sind dort nicht länger willkommen. Ich verkehrte mit König Alfred höchstpersönlich. Der Orden wollte seinen Tod. Er hat sich gewehrt. Alfred? Die Grenze zwischen Freund und Feind scheint unbeständig. Das gilt jetzt unter Bündnis geschlossen? Okay. Ja, dann lassen wir das einfach mal so stehen. Ich würde sagen, dass ich hier auf jeden Fall mal einen kleinen Cut mache, weil wir noch ein Bündnis vor uns haben, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, nämlich das, ich denke mal, letzte große, naja, Bündnis weiß ich nicht. So wie ich das verstanden habe, müssen wir die ja angreifen. Also ob das jetzt als Bündnis gilt, weiß ich nicht. Und ich glaube aber, dass die Raben einfach nur bedeuten, ja, dass man das Gebiet quasi gesäubert hat. Jetzt stehe ich hier und kriege hier auch noch schwarze Balken rein. Aber das ist, glaube ich, nur, wenn ich da hinten hingucke. Also irgendwie wird es immer kurioser mit dem Spiel. Ich werde offline mal ein bisschen Zeit in der Gegend verbringen, die nächsten Tage. Und ja, sollte sich das nicht ändern und immer noch diese ganzen Grafikfehler, die jetzt neu eingebaut sind seit dem Update, immer noch bestehen, werde ich erstmal einen Aufnahmestopp machen. Und ja, so leid es mir tut, werde ich das Spiel dann erstmal
ja, einfrieren sozusagen, weil es ist absolut unmöglich. Also gerade für mich, die ja auch Migränepatientin ist, da habe ich echt Probleme damit, wenn das Bild so am Flackern ist. Und es stört natürlich auch optisch sehr extrem. Deswegen seht es mir bitte nach. Aber naja, wenn die Entwickler von Assassin's Creed es nicht für wichtig halten, das Spiel so zu lassen, wie es war. Und dazu zählten zwar hier und da mal ein paar kleine Bugs, aber ansonsten war das Spiel ja wunderbar spielbar. Ja, und irgendwie mit jedem Update haben sie mehr kaputt gepatcht. Das kann man im Forum nachlesen, das kann man im Internet sehr viel recherchieren. Und ja, wie ihr seht, jetzt kommen auch schon wieder die schwarzen Balken. Das wäre ja noch okay, wenn das jetzt im Spiel so nicht wäre, aber es ist gerade aktuell mehr oder weniger egal, wo ich mich hindrehe. Und ich vermute, dass das wahrscheinlich mit dem Yule-Fest jetzt alles zusammenhängt. Entsprechend denke ich, dass ich erstmal nicht spielen werde, solange das Fest drin ist. Und wenn das dann rausgepatcht ist, hoffe ich, dass der Rest wieder spielbar ist, ohne grafische Probleme. Ja, so oder so. Ich hoffe, wir sehen uns dann möglichst schnell in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.